Also Morello will mich wohl so richtig wütend machen. Aber ich bin ein geduldiger Mensch. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute. Wir sind hier eine große Familie. Paulie und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen, aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Paul stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu. Wir haben hier ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe. Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, hältst du den Mund und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisci? Ja, Mr. Salieri. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen heimzuzahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun, neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr da. Paulie kommt mit dir. Nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralph ein Auto. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Vinny hat einfach alles. Ich gehe vor einem Job immer bei ihm vorbei. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Paulie. Das hier ist Tom. Ist gerade bei uns eingestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrotten. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Seid vorsichtig damit. Vielen Dank, Vincenzo. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Ralph, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frag mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Paulie? Hey, Ralphie! Ich sehe, du hinkst immer noch. Dann haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Ralph, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er. Ist zwar kein Flitzer, aber für eure Zwecke müsste er reichen. Danke, Ralphie. Los geht's. Thank you.
Idee, wir sind da. Geh nicht vorne rein. Such dir einen anderen Weg. Schalte die Wache leise aus. Das ist gut aufgelegt. Autos zu klump und spar dir das Feuerwerk bis zum Schluss. Könnte was Nettes in dem Schuppen sein. Sieh doch mal nach. Thank you.
Hier sind wir wieder, Boss. Großartig. Setzt euch. Lief alles glatt? Klar, Boss. Tom ist ein Naturtalent. Bevor die überhaupt kapiert hatten, was los ist, war es vorbei. Und bevor die sich erholt hatten, waren wir weg. Bestimmt kocht Morello gerade vor Wut. Wirklich. Freut mich zu hören. Mit ihm ist nicht zu spaßen. In diesem Fall willkommen in der Familie, Tommy. Du hast den ersten Test bestanden. Ist mir eine Ehre, Sir. Und wir haben ein neues Mitglied. Ich hätte ihn gern in der Familie, Boss. Man sieht, dass er keine Angst hat. Und er hat sich geschickt angestellt. Du hast mich nicht enttäuscht, Tommy. Darauf trinken wir. Danke.